Hallo und herzlich willkommen zurück zu Blade & Soul. Ja, wir müssen jetzt heute hier die ganzen Quests abgeben, die wir in der letzten Folge geschafft haben. Und ich bin gespannt, wie die Hauptstory weitergeht, denn auch die wird weitergehen jetzt heute. Und, oh, ich habe jetzt ein bisschen in die falsche Richtung gezoomt. Upsa. Ja, ist gut. Ah. Oh, man sieht sogar die ganzen Krater, die sie hier verursacht. Habe ich auch noch gar nicht gesehen. Das ist ja witzig. Okay. Auf zu dem Quest abgeben. Ich würde gerne wissen, was die alle sagen. Was wir bekommen vor allem. Wir müssten ja ein bisschen was verdient haben. Ich habe schon gar nicht mehr im Kopf, was wir da alles kriegen sollten von denen. Und ob wir überhaupt was kriegen sollten. Habe ich echt keine Ahnung mehr. So, Tuyang, was sagst du dazu? Was ist mit den Siegelsteinen? Hast du die Stärkungsrituale gewirkt? Ja, es hat gut geklappt. Die Dämonen brechen aus. Was? Wurden alle Siegelsteine zerstört? Wie ist das möglich? Das Ritual hätte wirken müssen. Die Holzkohle hat gepasst. Der Zauber auch. Was ist nur schiefgelaufen? Ganz klar. Ihr müsst es vergeigt haben. Zeigt mir eure Hände. Aha. Wie ich dachte, eure Hände sind ungewaschen. Waren sie schon schmutzig, als ihr das Ritual begonnen habt? Wahrscheinlich habe ich sie heute nicht gewaschen. Warum waschen wir uns nicht die Hände? Mensch, Zenrafin, was machst du denn da? Dann ist alles klar. Jeder weiß doch, dass man Rituale nur mit absolut sauberen Händen nachvollziehen kann. Das lernt man schon im Kindergarten. Mein perfekter Plan, völlig vermasselt. Hoffentlich habt ihr wenigstens die Dämonen zerstört, die dank eurer Schmutzhände freigekommen sind. Nun geht. Ich muss überlegen, wie ich das von euch angesichts des Chaos wieder gut machen kann. Ach so, da kriege ich nichts. Ja, okay. Ich habe Chaos verursacht. Ja, wer hätte das gedacht? Kann man die jetzt annehmen? Ich muss euch mitteilen, das ist Zornbällchen. Ja, das kennen wir. Das kennen wir schon. Das ist so eine tägliche Quest. Das nehme ich jetzt einfach mal an. Okay, okidoki, aber hat noch was zu sagen. Ah, ihr seid zurück. Ich muss gestehen, ich dachte, ich hätte euch in den Tod geschickt, als das Licht der Kobolde ist, naja, äußerst anziehend. Hab Dank für alles, Gian. Ja, bitte. Oh, wir kriegen einen. Cool. Wir kriegen so ein Teil. Warte mal. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt haben wir so ein Teil, das können wir ja theoretisch hier einsetzen. Ausrüstung? War das hier? Das geht trotzdem nicht. Dann ist es nicht das Richtige. Schade. Jetzt dachte ich, jetzt habe ich mal sowas Schönes. Und uns fehlt immer noch der Gegenstand der Opferung. Ein Material für die Weiterentwicklung. Wo steht denn da der Name? Irgendwie steht der Name da nicht. Aber ich hatte den Namen doch schon mal. Das ist jetzt ein bisschen seltsam. Naja, wir müssen eh erstmal Level 20 werden, glaube ich. Sonst können wir hier eh gar nichts machen. Was haben wir denn noch so Schönes bekommen? Wir haben ein Siedlungstalisman bekommen. Gegenstand der Opferung für Accessoires, ja. Dann haben wir, das ist auch sowas. Alles nur Gegenstände der Opferung. Für Beschwörer hier nur. Ein paar Suppen habe ich ja noch dazu bekommen. Ein Rohkristall. Irgendwie nicht so besonders viel. Oder zumindest nicht so toll. Schade, ich dachte, ich kriege mal richtig schönes Zeug. Die Hauptquest machen wir erst nach den Nebenquests, würde ich sagen. Damit wir das so alles in einen schön vereinen. Bei den Göttern, ihr habt die Eier. Nein, wir haben keine Eier. Ich würde euch ja verraten, wofür ich sie brauche. Aber dann müsste ich euch töten. Haha, gut. Ihr habt mir einen Gefallen getan, jetzt revanchiere ich mich dafür. Was wollt ihr? Erzählt mir mehr über die Zwielichtnattern. Informationen über die Zwielichtnattern? Kein Problem. Normalerweise machen die Zwielichtnattern keine großen Probleme. Hier gibt es nicht viele Wertsachen zu holen, aber in letzter Zeit machen sie überall Ärger. Vor allem stehlen sie Holz. Ebenholz. Das brauchen wir für die Herstellung von Holzkohle. Keine Ahnung, warum sie plötzlich darauf scharf sind, auf Feuerholz, aber es ist so. Außerdem haben sie etwas Größeres bei der Gießerei Blattgold am Laufen. Sie haben dort eine Menge Maschinen hingeschafft und produzieren irgendwas in großer Zahl. Oh, woher wisst ihr denn das alles überhaupt?
Um ehrlich zu sein, war ich eine Zwillingsnatter, bis der Kohlebund mich auf den rechten Weg zurückgebracht hat. Ich habe noch Freunde bei den Nattern, die erzählen mir so einiges. Sehr interessant, sehr interessant. Okay, haben wir alles fertig? Ich würde sagen, ja. Dann geht's weiter mit dem guten Paso. Hallo. Ah, die Rettung des Kohlebunds. Seid ihr immer noch in Düsterschlacke? Müsst ihr euch nicht um diese fiese Lady kümmern? Tut mir einen Gefallen. Egal, was ihr braucht. Ihr gehört jetzt zu uns. Ein Wort genügt. Okay. Ich muss dieses Feuergras verarbeiten. Oh, Feuergraspulver. Ganz sicher? Das Zeug ist echt gefährlich. Naja, ich könnte mir auch andere Sachen wünschen, aber es ist halt für Ya Ha Yua Wang. Ajung Wang ist ein Feuerteufel. Er musste gehen, weil er mal das ganze Dorf niedergebrannt hätte. Braucht ihr das Feuergraspulver für eure Mission? Natürlich, es ist wirklich sehr wichtig. Na gut, ich vertraue euch. Hauptsache, dieser Pyromane ist weit genug weg vom Wald, wenn er sich selbst abfackelt, hört ihr? Okay, er steht zwar im Haus und hat mich darum gebeten, aber alles okay. Wir geben nur einen ganz kleinen Beutel Feuergraspulver und erklären ihm die Vorsichtsmaßnahmen, die er sowieso ignorieren wird. Viel Glück. Dankeschön. Wir bekommen eine Durchdringung, aber leider ist das nur für Halsschmuck und ich habe bisher noch überhaupt gar keinen Halsschmuck. Na toll, wir brauchen unbedingt... Oh, Stufe 14. Wir brauchen unbedingt irgendeinen Halsschmuck. Irgendein. Können wir irgendwo was kaufen vielleicht oder so? Das wäre ja nochmal ganz cool. Aber sieht irgendwie schlecht aus mit kaufen und so. Habe ich zumindest so ein Gefühl. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter. Obwohl, ich müsste ja besiegen, ja, so im Norden des Düsterschlangenwalds. Moment. Das muss ich gerade mal... Das mit dem Zoom, das ist hier echt nicht so dolle, wie ich finde. Da müsste ich noch hin. Mist. Ja, okay. Gehen wir da nochmal schnell hin. Ich möchte ungern alles hier auslassen. Also ich möchte mindestens alles einmal gemacht haben. Zumindest es versuchen gemacht zu haben. Gott, hier sind sehr viele verwirrte Kung-Fu-Meister. Die sind nicht so freundlich. Schwebe ich einfach mal drüber. Da stehe ich komplett drüber. So. Und da steht doch schon... Nee, das ist auch so ein Verwirrter. Hä, da drinne? Die sehen ja aus. Oh. Du kommst aber nicht die Treppe hoch. Oh, da kommt auch die Treppe hoch. Okay. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass der die Treppe hochkommt. Oh, den kann ich nicht... Den kann ich nicht greifen. Na, schade. Ihr schmutzigen Männer? Der kann wohl nicht richtig gucken. Gib mir was Schönes, Heilsang. Bagua des Ausweichens. Ja. Aber ich glaube, das habe ich schon. Ich glaube, den habe ich schon. Ach nee, ich habe Blocken. Blocken ausweichen ist auch schön. Kann ich nochmal einen freischalten? Ah, verdammt. Kann ich nicht. Schade, bräuchte ich. Na okay. Dann hoffe ich mal, dass es nicht alles so schnell weggeht. Jetzt ist hier gar keiner mehr. Hä? Das war's schon? Ach, das war der bestimmt. Ah, alles klar. Ich verstehe. Ich verstehe. Oh, der hat mich noch gehauen. Das war der tatsächlich, den wir besiegen sollten. Ich dachte, ich musste noch mit irgendjemandem reden oder so. Nein, gar nicht wahr. Das war nur der Typ. Deswegen war er auch ein bisschen stärker als die anderen. Na gut, das leuchtet ein. Das leuchtet ein. Tatsächlich. So, da sind wir schon angekommen. Geht recht schnell eigentlich die Wege, muss ich sagen. Ist mir auch schon öfter aufgefallen, dass es schneller geht. Aber ja, schön. Ihr seid zurück. Jawohl. Hätten diese Krieger doch nur ihren Verstand ebenso gut gestählt wie ihren Körper. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht. Dafür kriegen wir... Ah, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Na gut. Nehmen wir einfach alles mal mit. Achso, ich kann... Wieso kann ich denn gerade nicht sprinten? Egal. Wir gehen jetzt weiter in der Hauptquest. Es wird Zeit. Oh, müssen wir in die Höhle rein? Düsterschlackenwald. Ich schätze, wir müssen in die Höhle rein.
Na, schauen wir mal, was uns in der Höhle da erwartet. Ich finde ja solche Höhlen irgendwie ganz cool. Das ist ja richtig so ein kleines Dungeon irgendwie, ne? Also, ich fand noch nicht, dass es so ein richtiges Dungeon war bisher. Ich meine, ja klar, irgendwo ist es schon sowas. Aber so richtig, was ich unter einem Dungeon verstehe, ist dann doch ein bisschen weitläufiger, würde ich sagen. Es kann auch sein, dass ich das alles nur sehr viel mehr in Erinnerung habe von Last Chaos oder Last Chaos. Oh, ich kann das gar nicht aussprechen immer. Last Chaos. Ah, ich weiß nicht. Kennt ihr Last Chaos? War auch so ein MMORPG. Fand ich echt sehr gut. Habe ich eine Zeit lang echt gesuchtet. Mega gesuchtet. Und ich war auch ein recht hohes Level sogar. Bis es mir dann irgendwann zu langweilig wurde. Und das ist leider immer so das Laster an den MMOs, dass es irgendwann ein bisschen langweilig wird. Ja, schauen wir mal, wie lange das hier vorhält. Momentan ist es noch nicht langweilig, aber wer weiß, wer weiß. Ich denke, jedes MMO wird irgendwann langweilig. Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen von mir, weil einige vielleicht auch denken, boah, wie kann sie das nur sagen? Die werden doch nicht langweilig. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind ja auch immer verschieden. So, jetzt sind wir in der Gießerei Blattgold. Ach, Sprengstoff. Ach, wie schön. Immer gerne Sprengstoff. Immer her damit. Oh, obwohl, ich könnte jetzt auch erstmal einen Cut machen und das machen wir in der nächsten Folge. Das wäre doch eigentlich viel cooler. Und jetzt steht sie hier schon wieder so seltsam. Ah, das sieht so witzig aus. Sieht echt lustig aus, wie sie immer da so steht. Obwohl es auch sehr professionell aussieht, muss man ja sagen, ne? Okay, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da widmen wir uns der Gießerei Blattgold. Und schauen mal, was uns hier so erwartet. Ich bin da schon ganz neugierig, muss ich sagen. Es sah eben aus, als wenn er winkt. Nee, hat sich nur gestreckt. Ja, hätte ja sein können, dass er ein bisschen winkt und sagt, hey, huhu. Naja, okay. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen.